Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Endlich. Nach langer Zeit. Ich habe lange darauf hingedeutet, aber ich muss sagen, es war meine Schuld, dass es sich so lange hingezogen hat. Lag nicht an dem Kollegen, lag nicht daran, dass er die ganze Zeit EP machen musste, sondern war eindeutig mein Fehler. Aber jetzt hat er sich die Zeit für uns genommen, trotz EP-Event. Und wen genau habe ich da am Start? Ich sag immer, mit Anführungszeichen, der beste Spieler Deutschlands. Mal schauen, ob er sich auch so selber nennt. Möchtest du dir vorstellen? Ja, natürlich. Also, Carniflex bin ich aus Berlin. Ein paar kennen mich von Twitter und so weiter. Der beste Spieler sage ich nicht. Wir sagen einfach mal XP-Leader, genau. Weil bester Spieler ist immer so ein bisschen hochgegriffen, ne? Ja, man kann das ja nie so genau definieren. Genau. Aber nicht nur EP-technisch, sondern auch so KP-mäßig, habe ich gehört. Ja, genau. KP-mäßig, diese Listen gibt es ja. Da bin ich jetzt im letzten Monat Dritter gewesen, davor den Monat Erster. Da denke ich mal, wenn dir die Namen mal sagen, zwischen Jörg, TZ und mir pegelt es sich gerade wahrscheinlich immer so ein bisschen hin und her. Okay, ja. Also mir schon, aber wahrscheinlich den meisten Zuschauern nicht, aber genau. Und der Kollege hat jetzt vor kurzem die 300 Millionen EP geknackt. Jo. Erstmal Glückwunsch. Ja, das war ja schön, also jetzt in letzter Zeit etwas mühselig, aber ja. Wenn du natürlich so kurz vor dem Ziel stehst, dass du dir sagst, die 300 Millionen, die willst du ja dann irgendwann nochmal reißen. Da habe ich jetzt nochmal ein bisschen angezogen, man sieht es ja auch so ein bisschen an meiner Kurve gerade. Aber bin froh, dass ich da jetzt drüber bin erstmal. Ja, nicht schlecht. Jetzt zurzeit knapp 303. Aber wie sehe ich das? Nach dem Ziel ist vor dem Ziel, das geht weiter. So, das kenne ich. Denkst du, direkt erstmal erste Frage, denkst du, also das ist ja offiziell, bist du der erste Deutsche, der so die 300 geknackt hat? Denkst du, es gibt irgendwo da draußen irgendjemanden inoffiziellen, der das schon geknackt hatte? Ja, ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, also schwierig zu verstecken. Wenn man so viele Punkte hat, wird man zwangsläufig den Leuten irgendwie bekannt, weil man ja irgendwie auffällt. Meistens erreichst du jetzt gerade so eine Punktzahl eher durchs massive Raiden. Und es hieß mal, in Hamburg gibt es vielleicht zwei, drei Spieler, die angeblich aber nichts sagen. Ich hatte auch mal in deren Richtung mal so ein bisschen, forscht, nenne ich es mal, aber da kam halt nie was raus. Gehe nicht davon aus, weil, wie gesagt, das ist ein ganz schön massiver Zeiteinsatz auch. Und das würde sich, glaube ich, auch irgendwo rumsprechen, wenn es da wirklich Leute gibt, die so im über 200 bis 250 Millionen Punkte Bereich rumrennen, denke ich mal. Mhm. Aber wer will, ich meine, gerne. Wenn einer hat, darf er doch zeigen. Ja, ich würde sagen, also der Kollege hat uns ein paar Screenshots geschickt von seinen Sachen. Die blende ich euch hier ein. Gefangene Pokémon zum Beispiel. Ja, da habe ich dieses Jahr massiv zugelegt. Also da war ich immer so ein bisschen hinter, weil man natürlich durchs Raiden auch nicht immer dazu kommt, wirklich mal zu fangen und auch wirklich mal hart zu grinden. Also wirklich nur auf Pokémon zu gehen, auf Hänge. Und das habe ich mir jetzt so in der zweiten Jahreshälfte 2018 habe ich mir auch vorgenommen, wirklich da massiv mehr zu fangen und bin jetzt, denke ich mal, mit 250.000 ganz gut bei. Ist natürlich, also bin natürlich weit entfernt von jetzt zum Beispiel TZ, der da mit 320.000 rumrennt. Und da gibt es natürlich in Deutschland weit auch noch einige Spieler, die mehr haben. Aber so bis jetzt kann ich mit leben. Versucht man jetzt natürlich immer noch weiter anzuziehen, aber das sah mal schlimmer aus. Mittlerweile denke ich, 250.000 ist eine gute Zahl. Du sagst gerade anzuziehen, also wie machst du es einfach, dass du mehr fängst? Also? Naja, es ist halt weniger Raiden, mehr fangen. Also ich versuche mir das jetzt auch so ein bisschen unter der Woche mal. Früher hast du dann auch unter der Woche nach der Arbeit mehr raided. Okay. Und heute nimmt man sich eher die Zeit und sagt so, heute raiden wir nicht, heute gehen wir nur farmen. So dass man vielleicht in der Woche ein paar Raids weniger macht, aber dafür deutlich mehr Fänge. Einfach weil die Medaille ja auch ein bisschen aussagekräftig ist, ne? Weil Punkte sind immer das eine. Ja, klar. Aber das zweite, was die Leute sich angucken, sind natürlich auch immer die Fänge. Ja, das ist eigentlich sogar eines der ersten Sachen. Genau, das ist quasi mit ganz oben und deswegen muss es so ein bisschen, also das Verhältnis zwischen Punkte und Fänge muss natürlich irgendwo passen. Ist zwar bei mir jetzt extrem in Richtung Punkte durch die Raids, aber ja, muss man halt ein bisschen anziehen, dass die Fänge nach und nach auffüllen, sag ich mal. Ja, und wie sieht dann so eine Farm-Tour bei dir so aus? Weil ich zum Beispiel, ich fange den ganzen Tag eigentlich alles, was ich sehe. Und dementsprechend, ich weiß gar nicht, wie ich das steigern könnte, sozusagen. Ja, also klar, man fängt alles. Also ich gehe jetzt nicht raus und sage heute nur Taubsies, sondern wirklich massiv alles. Jetzt habe ich jetzt in Berlin mir so, sagen wir mal, zwei, drei, vier Möglichkeiten geschaffen. Das eine ist halt massiv mit Auto zu fahren. Da hat man so eine Raid-Runde, fährst mit Auto knapp eine Dreiviertelstunde. Musst du halt mit der Gotcha machen, weil du, ja, geht nicht anders am Steuer. Ja.
ist relativ effektiv, aber mag ich nicht so gerne, weil das natürlich ziemlich stumpf ist. Ne? Wenn du da 3-4 Stunden im Kreis fährst, macht nicht so richtig Laune. Im Sommer, Frühjahr viel mit Fahrrad. Das kann man mit Kollegen und Kumpels dann immer ganz gut machen. Und zurzeit probieren wir auch wetterbedingt mit Bus. Also wir haben uns da eine Busstrecke in Berlin so ein bisschen damit was. Also nicht ich direkt, sondern Kollege. Und da probieren wir das jetzt mit Bus und dann wirklich massiv Fangtrick und dann nacheinander alles wegzufangen, was möglich ist. Interessant, ja. Ja, denkst du, meine Fragen sind ein bisschen hier und da, also das hat mich ich frage einfach das, was mir immer so einfällt. Denkst du, in einer anderen Stadt hättest du genauso viele EP gemacht oder lag das jetzt an deiner Stadt? Ja, ich glaube nicht. Also, was mich immer sehr antreibt, ist natürlich auch die Punktzahl anderer. Ne? Wenn ich natürlich hier sehe, jemand hier, der mehr hatte, das war ja anfangs in Berlin hier auch so, da hatten die Leute mehr als ich, das treibt natürlich auch an. Des Weiteren habe ich die, oder hätte ich die Punkte natürlich auch nicht, wenn ich jetzt hier nicht meine Leute um mich rum hätte, mit denen ich das machen kann. Ja. Also da brauchst du ja natürlich auch deine Leute für. Alleine machst du das nicht. Ja, und natürlich hat Berlin, ist jetzt natürlich nicht die perfekte, optimalste Stadt zum Zocken, aber die ist natürlich ziemlich gut. Dementsprechend hat man natürlich diesen Standortvorteil gegenüber einer kleineren Stadt, wo man deutlich weniger Punkte einfach macht. Das ist ja völlig normal, denke ich. Also dahingehend ist Berlin schon ein großer Vorteil. Verstehe. Also einmal, was die Leute angeht, weil hier sind natürlich viel mehr Leute aktiv als vielleicht in so einer kleinen Stadt, wo man gefühlt nur noch 20 Spieler hat. Sondern hier hat man wirklich noch gut gemischt, alle Farben, in jedem Viertel mehrere Gruppen, dass man massiv viele Spieler hat. Und das treibt natürlich anders an, als wenn man gefühlt alleine durch eine Stadt fährt. Du hast gerade gesagt, das hat dich motiviert, dass andere höher waren als du. Wann hat das denn genauso angefangen, dass du so, ich sag mal, krass bist, in Anführungszeichen? Ja, naja, das ging. Also los ging es letztes Jahr im Winter, so mit den Raids, wo Groudon kam. Vorher war ich, nicht schlecht bei, aber auch nicht wirklich gut. Mhm. Hab einige Raids so gemacht, so im Schnitt, so 50, 70, sag ich mal, im Monat. Was jetzt nicht wenig ist, aber wo ich sage, das ist noch im Rahmen. Das ist so und gut, das, was ich mache. Ja, sage ich ja, das ist jetzt natürlich eine Fähigkeit. Ja, und dann kam halt Groudon. Und Groudon, Kyogre und Rayquaza sind zum Beispiel schon immer einer meiner Lieblingsviecher gewesen. Und dementsprechend habe ich gesagt, die ziehen wir voll durch. Okay. Und ja, dann merkt man erstmal, wie schnell man plötzlich mit den Fängen, mit den Punkten alles ist, wenn man sich wirklich massiv drauf konzentriert, viel zu raiden, viel zu spielen, auch effizienter zu werden. Also was heißt, wie viele Fänge schaffe ich in einer Stunde, wenn ich so spiele, wenn ich so spiele. Und wir haben ja in Berlin auch so eine kleine so eine Liste, so eine Rangliste immer gehabt, wo man sich monatlich eingetragen hat, so ähnlich wie mit der Team Level 40 Gruppe ist. Ja. Und da hat man mal gesehen, boah, guck mal hier Platz 1, der hat noch so viel Vorsprung und nächsten Monat merkst du, wird immer ein bisschen weniger. Ja, und das motiviert mich halt natürlich unheimlich. Also ich auf so eine Ranglisten gehe ich natürlich übel ab, das probiere ich dann immer so schnell wie möglich nach oben zu kommen. Und das hat hier relativ gut geklappt. Und auch deutschlandweit. Also natürlich nochmal so ein richtiger Motivationsschub ins Spiel war natürlich, als ich mich auch Twitter angemeldet habe und auch mal wirklich vergleichbare Leute, mit denen ich austauschen konntest, ne? Und konntest auch mal dein eigenes Spiel vielleicht noch verbessern, also was geht noch besser. Oder wenn du dich erinnerst, Trainertipps hatte mal ein Video von Brandon Tan gemacht, mit dem Raids. Ja. Wo man dann auch sieht, wie man das eigentlich richtig spielen, das ist ein falscher Begriff, aber wie man das noch effektiver, noch effizienter spielen kann. Ja, und das ging dann so im Laufe des Jahres, wurde das halt immer mehr und quasi immer noch ein Stückchen besser und immer noch ein Stückchen weiter. Das hat sich so, 2018 war wirklich extrem. Ja, also vorher war das noch alles im Rahmen. Schon eigentlich recht frisch ist. Ja, also tatsächlich, ja. Also so ganz wie früher, ich hatte natürlich auch ganz am Start angefangen. Aber da habe ich dann relativ schnell auch zwischendurch aufgehört, weil man war ja einfach nichts da. Ich hatte meinen Pokédex voll. Das Arenensystem mag ich nicht so. Also das ist mir zu langweilig gewesen. Ja. Und da hat man halt früh aufgehört und ja, dann hin und wieder mal reingeklickert. Und erst so mit der Einführung der Plus damals und wo dann anfangen so kleinere Events zu kommen, erst wieder so ein bisschen reingekommen. Okay. Aber das, wie gesagt, hielt sich alle noch im Rahmen und dann wirklich quasi erst mit Ende 2017, Anfang 2018 mit den Raids, Groudon und Kyogre ging es erst richtig los. Okay, du hast gerade gesagt, Arenen interessiert dich nicht so. Also fokustechnisch bist du da
eher Raid-technisch unterwegs und EP-technisch oder schon so ein AW? Genau, also ja, ich versuche natürlich alles so ein bisschen zu machen. Mhm. Also ich versuche mich ein bisschen mit PvP zu beschäftigen, genau. Wofern es mir immer so ein bisschen schwerfällt, also richtig Bock. Ja, ist ein bisschen schwierig, ja, ne, Thema. Ja. Aber ja, genau, also es macht schon Laune, aber irgendwie ist es auch so ein bisschen, naja, ist halt anderes Thema, kommst du ja vielleicht nochmal drauf. Also, was mir so gar nicht liegt, sind halt dieses Arenenkloppen, dieses Arenen, ja. Mich da hinstellen, 3 Stunden auf so eine Arena kloppen, loslaufen und dann 5 Minuten später die Arena wieder verlieren. Und es ist halt auch immer so eine Frage, wie ich gesagt habe, wenn ich jetzt eine 10 Minuten an der Arena stehe, in den 10 Minuten kann ich auch draußen gefühlt 20 Viecher fangen und kriege damit mehr Punkte, mehr Staub und habe einfach mehr von. Mhm. Deswegen, das Arena-Ding, das war noch nie so meins. Also ich versuche mich so, schon so ein bisschen in jede Richtung zu orientieren, nur die Arenen halt nicht. Das okay. Liegt mir so gar nicht. Weißt du ungefähr, wie viele goldene Arenen du hast? Lass es 150 sein in etwa. Ja, das ist aber trotzdem übelst krass. Ja. Ja, also klar ist 150 jetzt nicht ganz wenig, aber man muss halt sehen, du kriegst ja auch diese 1000 Arena-Punkte für den Raid drauf, ne? Dementsprechend, durch die Raids kriegst du halt auch relativ schnell Gold-Arenen, sag ich mal. Mhm. Und wenn du jetzt im Vergleich zu zum Beispiel Leute wie Silent Camper oder Jörg, die da mit 300, 350, fast 400 rumlaufen, ist es natürlich nicht sonderlich viel. Und die spielen ja eine ähnliche Zeit wie Ike, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber die sind halt mehr drauf spezialisiert und da sieht man dann auch einen Riesenunterschied zwischen 150 und 300, denke ich. Ja, ansonsten, ich guck mal, wenn man gerade auch meine Medaillen so ein bisschen durch. Ja, sieht's ja, ich habe so von allem nie wirklich so richtig, richtig übertrieben viel, außer die Raids. Aber es ist, glaube ich, jede Medaille so, dass man sagt, die ist schon sehr, sehr hoch. Ja. So, für die meisten wahrscheinlich auch extrem hoch, aber wenn ich so sehe, so Tauscher 11.000, 12.000, Rangers bei 8.500 etwa. Ich denke, das ist, wie gesagt, nicht das Höchste, was man kennt, aber das ist mal ganz gut dabei. Also ich versuche schon so ein bisschen in jede Richtung mit Ausnahme der Arenen kommen zu lassen, sag ich mal. Abgesehen von den normalen Raids, die ich hier gehabt. Ja, das habe ich mir eigentlich vor einer Weile schon vorgenommen, das Ding endlich mal Gold zu machen. Aber ja, das, wie gesagt, zurzeit ist eher Fänge und Entwickeln und deswegen wird die Medaille danach ankommen. Das ist auch durch. Hast du, während du spielst, dauerhaft Glück sei an und nee, natürlich. Nee, also wenn die Inkubatoren jetzt bei den Boxen mit drin sind, so, weißt du ja, kennst ja hier, wenn du da 12 Raid-Pässe und 10 Inkubatoren kriegst und ich wirklich viele habe, dann lasse ich die Eier quasi auch permanent laufen. Glücksei eigentlich nur, wenn es sich lohnt, das heißt mindestens 2-3 Raids oder wenn ich wirklich entwickle, ansonsten renne ich auch nicht den ganzen Tag mit Glücksei rum, weil es nicht lohnt. Wenn man jetzt als Beispiel, du gehst jetzt farmen für eine halbe Stunde, fängst in der halben Stunde 80 Viecher, das rechnet sich nicht an, Glücksei anzumachen. Okay, deswegen versuche ich die schon immer so gut wie möglich auszunutzen. Also das heißt wirklich mindestens 2-3 Raids, Freunde ist klar, oder wenn man wirklich Entwicklungssession macht. Und wie gesagt, die Inkubatoren gerade mache ich immer so lala. Also Ena ist klar, die ist unendlich, ist immer an. Und zurzeit immer nur so maximal die 7 Kilometer Eier. Aber ansonsten, wenn ich viele Eier habe, schmeiße ich die klar hin. Wenn ich wenig Eier habe, lasse ich es. Interessant, ja, weil wir hatten, also für eine lange Zeit, der in München hier die meisten EP hatte. Domba? Hm? Genau, der hatte dauerhaft Eier. Ja, na klar. Machst halt immer Punkte, nur wie gesagt, ist halt nicht sonderlich effizient, ne? Hängt dann natürlich davon ab, wie viel Geld du genau reinschmeißt, wenn du natürlich, also, ich meine, also wie gesagt, das ist eine Geldfrage, ne? Klar ist es effektiv, aber ich versuche es schon so ein bisschen effizienter zu gestalten. Du hast gerade direkt schon das Thema angesprochen und das haben auch sehr viele Leute gefragt, wollten das wissen. Thema Geld? Ja, ist schwierig. Ich weiß die Summe auch nicht so genau und habe auch überlegt, was sagst du? Ich sage mal grob, sind es 150 bis 200 Euro im Monat, könnte es schon sein oder sind es schon. Wenn jetzt so zum Beispiel so ein Events kommen wie mit Kyogre oder Groudon, also Raid-Bosse, die mich massiv interessieren, dann kann es auch mal mehr sein, klar. Aber es gibt auch Monate, wo es ein bisschen weniger ist. Aber ich sage jetzt mal so im groben Schnitt 150 bis 200 würde ich jetzt grob schätzen. Dazu aber nur kurz,
Weil das Geld ist immer so eine Neiddebatte, ist es nicht, aber Leute reagieren ja darauf immer sehr, ist ein bisschen unentspannt. Und ja, ich gehe für das Geld auch normal arbeiten, also ich habe einen ganz normalen Job, ihr kriegt das nicht geschenkt und man sollte bei solchen Sachen auch den Spielern selbst überlassen, wie viel Okay, Geld ja, sie in so ein okay. Spiel drin hauen sollen. Wenn zum Beispiel TZ, wie gesagt, ist so ein Musterbeispiel, der ist free to play und ist ein riesen Respekt vor, was der leistet, der ist ja wirklich absolut over the top, ne? Aber wenn jemand sagt, du, ich schmeiß das Geld drin, weil mir das Spiel Spaß macht, sollte man das auch so lassen. Und was wichtig ist, dieses Spiel ist ja auch kein Pay-to-Win in dem Sinne. Also, meine, klar kannst du dir jetzt meine Liste angucken und sagen, boah, was für krasse Pokémon hat der? Und boah, was für krasse Raid-Monster der hat, aber sind wir mal ehrlich, der Vorteil, den ich dadurch habe, ist eigentlich sehr gering. Vor allem, wenn PvP dich nicht so interessiert, dann erst recht nicht. Ja, bei PvP ist die Geschichte ja auch wieder eine andere, weil bei PvP brauchst du ja ganz andere IV-Werte. Ne? Das ist Ja. bis auf in der höchsten Liga, brauchst du bei der 1,5er und bei der 2500er Liga ganz andere IV-Werte. Da geht es ja gar nicht um die 100er. Ne? Eben. Da wird es dann erst relativ tricky, würde ich sagen, weil da zum Beispiel in der 1,5er Liga der Melmetal mit 1, 15, 14 besser ist als der 100er an sich. Ne? Das heißt, da kommst du mit Geld auch nicht weit, sondern du musst halt Glück mit den IV haben. Und selbst wenn du Pech mit den IV hast im PvP, gerade in diesen unteren Ligen, sind die IV auch nicht so relevant. Ich weiß, wie gesagt, nicht, du hast es ja mal angesprochen, dass du dich damit jetzt auch noch nicht so richtig auseinandergesetzt hast. Die IV sind da quasi gerade in 1,5er Liga egal. Also ich habe da mehrere Tests gemacht, zum Beispiel mit Altaria 0% gegen 100%, 15-0-0 gegen 0-15-15. Es kommt quasi immer aufs Gleiche raus. Deswegen, was eigentlich auch nicht schlecht ist. Im PvP spielt Geld eigentlich kaum eine Rolle. Ist gut, ja. Und ja, das ist noch sehr simpel gehalten und das wird natürlich viel durch das erste Pokémon entschieden, aber wie gesagt, ob da einer 6000 Raids und 600 Millionen Punkte hat oder gerade 40 ist, der Unterschied ist da eigentlich egal. Was wie gesagt auch sehr gut ist. Finde ich auch, ja. Du hast gerade 100 und so angesprochen. Und du meintest ja, 2017 bist du erst so richtig in Fahrt gekommen. Nee, nicht 2017, 2018. 2018. Naja, so im Lauf, genau. Ja. Das war ja aber schon eher das Ende der Map-Zeiten. Also warst du da aktiv so Ja, Map-technisch? also 100er genau, gekommen? also wir hatten natürlich auch unsere Maps Ja. und ich bin nicht viele angefahren, weil das für mich immer, also es ist ein schwieriges Thema. Einerseits fand ich es immer doof, weil ihr jetzt so ein bisschen die Spannung nimmt, aber natürlich hat man da auch mitgemacht und gerade als es mit den Persians ein bisschen höher ging, das hatten wir in Berlin auch ganz massiv, Ja. da war ich natürlich auch bei. Also ich habe Ja. auch sehr viele Hunderter dadurch, klar. Aber ich denke, bei mir hält sich das in Grenzen. Da gibt es sicherlich welche, die wesentlich mehr haben. Ich habe dann wirklich immer nur versucht, die anzufahren, die ich auch für wichtig erachtet habe. Also es gibt ja Leute, die haben irgendwie 12-mal Radfratzig geholt und 17-mal Taubsi und das habe ich halt nicht gemacht. Aber natürlich, Maps haben wir auch genutzt. Wie gesagt, ist immer so ein bisschen schwieriges Thema, weil so richtig der Freund war ich nicht von, aber genutzt hat man es ja trotzdem, weil man ja irgendwie auch nicht hinterfallen wollte. Und gerade für die Raids 100er sieht auch einfach mal besser aus. Ne? Lass es 300, 400, 100er sein, vielleicht 500 im Maximalfall. Ah ja, du hast gerade das Thema angesprochen, dass du ganz normal arbeitest. Also wie sieht so dein Alltag aus? Also wie viel Zeit so im Durchschnitt steckst du in das Spiel nach der Arbeit oder unter der Woche? Ja, also ist natürlich, ich arbeite so zwei Schichten. Ich habe immer Frühschicht, ich sag mal früh 8 bis 16. Das heißt, ich bin 7 hier aus dem Haus, komme 17 Uhr nach Hause. Ja, und dann setzt man sich maximal eine halbe Stunde zu Hause hin, macht alle fertig und dann geht es quasi bis 10:30, 11 Uhr schon raus zum Farmen, zum Raiden oder so. Und das quasi immer, wenn ich kann. Also ich versuche mir zwischendurch ab und zu mal 2, 3 Tage Pause wirklich aktiv zu nehmen, zu sagen, jetzt setze dich mal nur am Rechner oder kümmerst dich um Haushalt oder was auch immer, um nicht jeden Tag immer das Gleiche und immer wieder, das schlaucht ja nach einer Weile hoch, Genau. sondern ich versuche mir dann schon ab und zu mal, wie gesagt, so mal 2, 3 Tage Pause zu nehmen unter der Woche. Und am Wochenende ist das eigentlich. Man steht auf, trifft sich mit den anderen und dann rennt man bis abends rum. Und wo es dann extrem wird, sind bei den Raid-Bossen, die, wie gesagt, mir sehr wichtig sind. Da geht es schon mal früh um 5 Uhr aufgestanden bis abends um 11 Uhr durch. Ja.
bisschen Schlafmangel, aber geht. Nicht schlecht. Also ist schon, wenn ich jetzt, also ja, im Schnitt quasi meine komplette Freizeit geht derzeit drauf. Okay. Also 5, 6 Stunden unter der Woche, am Wochenende gerne mal 14, 15 Stunden. Du hast gerade gesagt, ab und zu nimmst du dir auch ein paar Tage einfach Auszeit. Hast du dann das Gefühl, dass du irgendwie was verpasst, dass du dann. Also, das hatte ich Ja, damals, wo ich noch richtig krass beim EP-Farm war. Wenn ich nicht gezockt ja, habe, hatte ich das diese. Tatsache ist, genau, das kennt man ja, glaube ich, wenn man eigentlich so ein Routine-Grinder quasi schon ist. Ja, einerseits, wenn ich jetzt, wie gesagt, so 3, 4 Tage, so ein Event, sagen wir mal anders, über 2 Wochen so ein Event komplett durchgeböllert habe und wirklich alles mitgezogen hat, geht und Event ist Ende und dann denke ich mir mal so, oh, dann machst du mal 2 Tage Ruhe. Ja, und entweder kommt Niantic und ärgert dich direkt mit dem nächsten Event. Oder kommst halt nach Hause, guckst Twitter und siehst, ach, die Leute haben schon wieder das gefangen. Und dann denkst du dir schon manchmal, scheiße, eigentlich müsstest du raus. Ja. Aber ich denke, das kriege ich mittlerweile ganz gut in den Griff, dass du da wirklich auch mal sagst, heute mal nicht. Dann macht's morgen auch gleich mehr Bock. Also dann hältst du dir auch die Motivation ein bisschen mehr, als wenn du wirklich jeden Tag konstant das einfach nur noch aus der Routine machst. Na, nicht schlecht, das ist eine gute Einstellung. Das haben auch viele gefragt, also wir haben schon ein bisschen drüber geredet, motivationstechnisch. Was hält dich da am Ball? Wieso das alles? Ja, ne, also was mich natürlich ja, am meisten motiviert hat am Anfang war gerade dieser XP-Race, so wirklich mehr zu haben als alle anderen. Das war am Anfang oder jetzt im Laufe des Jahres wirklich eine Hauptmotivation, sag ich mal. Aber das ist natürlich auch dieses, man trifft man die Leute, man kennt sie ja mittlerweile, mit denen man viel spielt und ja, das ist halt quasi wie mit Kumpels rausgehen und Ja. ja, das Spiel an sich ist ja einfach geil, also das macht schon Bock. Und du setzt dir halt immer wieder neue Ziele. Das kommt wieder auch durch Twitter nachher neu, ne? Wenn natürlich die Leute ähnlich ticken wie du und da kannst du dich halt austauschen und andere Ziele setzen. Und das motiviert natürlich auch unheimlich mehr zu machen, wenn du natürlich ein Umfeld hast, mit dem, also mit dem du richtig spielen kannst. Das ist, wie gesagt, glaube ich, für Leute, die keine Leute, also wenn du jetzt der Letzte in der Stadt bist, der spielt, dann bist du nicht motiviert. Wenn du natürlich aber in einer großen Stadt wie Berlin lebst, wo du viele Spieler um dich rum hast, der macht es ja auch anders Bock, ne? Also dann bist du ganz anders motiviert. Und dadurch, dass meine Leute, mit denen ich, wie gesagt, viel spiele, quasi komplett mitziehen, ist es natürlich auch sehr leicht, motiviert zu bleiben. Ja, und wie gesagt, man muss halt aufpassen, dass man sich nicht verrennt, also dass man nicht irgendwann nur noch aus Routine zockt, sondern dann nimmt man sich mal 2 Tage Pause und dann hast du am dritten Tag auch wieder ganz anders Lust. Das ist halt einfach so. Also, ich habe ja mitbekommen, dass du irgendwie jetzt ein bisschen an sich eigentlich, wo ich dich kennengelernt habe, also wo ich dich gefunden habe auf Twitter, dass du eigentlich ein bisschen runterschrauben wolltest. Ja, das ist genau das Thema. Also eigentlich hatte ich mir, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube Mitte Dezember, wo man dann sagt, ja, jetzt machst du mal ein bisschen ruhiger. Wie gesagt, mein komplett letztes Jahr war eigentlich ein Riesentempo. Wie gesagt, man hat ja wirklich die ganze Zeit geknüppelt. Und da war so ein Punkt, wo du gesagt hast, boah, jetzt machst du mal Ruhe. Ja, und wie das so ist, dann machst du 2, 3, 4 Tage nichts und dann juckt es quasi auch schon wieder. Und Okay. dann kam auch, Kyogre Groudon wurden wieder angekündigt und wie gesagt, die triggern mich halt immer, also da will ich. Und du siehst halt auch die anderen, die spielen weiter und dann juckt es dich doch wieder und macht ja Bock, so ist ja nicht. Und ja, aus dem, ich sag mal, ein bisschen ruhiger machen wurde das irgendwie nicht. Ja, aber muss mal gucken, also wie gesagt, vielleicht sind ja so ein bisschen auch. Also versuch natürlich ein Niveau zu halten, so ein bisschen, aber auch wirklich. Ab und zu mal wirklich, wie gesagt, wie immer 2, 3 Tage Ruhe, damit du leicht am Ball bleibst und nicht die ganze Zeit dich da komplett kaputt machst, will ich nicht sagen, aber du weißt, was ich meine, denke ich mal. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das ist auch so. Ja, ich kenne viele. Ich will es nicht Burnout nennen, aber so, aber die haben von einem Tag auf den anderen aufgehört. Es ist nie so, dass man so allmählich langsam immer weniger zockt, sondern wirklich komplett einfach aufgehört. Denkst du, das kann dir irgendwie irgendwann mal passieren? Ja, das hatten wir hier auch, wie gesagt, da gibt es ja, gibt's auch, also vorher schon, also bevor ich jetzt hier angefangen habe hochzuziehen, gab es ja hier auch viele Spieler, die wirklich extrem waren. HSH, wenn er den Berlinern was sagt zum Beispiel, der hat auch von einem auf den anderen Tag aufgehört, was eigentlich schade ist, weil das war auch ein, also der hat natürlich auch durchgezogen, was Grinden anging und so weiter. Ich glaube, du musst dann auch von jetzt auf gleich aufhören, ansonsten schaffst du das wahrscheinlich nicht. Sonst machst du irgendwann immer wieder weiter und
Es gibt halt auch so Spieler, denke mal, da gehöre ich auch zu, die können nur ganz oder gar nicht. Also entweder zockst du richtig mit allem, was du kannst, oder du lässt es. Ja, ne, das ist ja auch so eine Einstellung, die du im Leben hast, sag ich mal. Entweder, also wenn du was machst, machst du das entweder Ja, richtig stimmt. Oder gar oder halt nicht. gar nicht, genau. Und das ist ja auch so eine Einstellung, die du für Leben hast. Wenn dir irgendwas Bock macht, solltest du das auch machen mit aller Kraft, die du hast. Das sage ich auch immer, Anders macht es mir wenig Spaß, muss ich ja. dazu sagen. Wenn ich jetzt nur durch die Straßen tingeln würde und mal so ab und zu, weiß ich nicht, so ein bisschen fangen würde, das würde mir dann auch nicht geben im Spiel, weißt du? Das wäre mir dann auch nicht. Okay, Also und ich bin dann auch auch. schon jemand, der wirklich immer versucht, so viel wie möglich, also wirklich so hoch wie möglich zu kommen. Weil das natürlich für mich eine ganz andere Geschichte ist, als wie man das jetzt kennt von einem vielleicht Casual-Spieler, der jetzt einfach nur sagt, oh, geh mal raus, weil ich gerade nichts anderes zu tun habe. Aber wenn man immer so krass spielt, also wie ist das Feedback so von den anderen, wenn, da kommt ja immer, eigentlich sage ich mal, relativ oft Missgunst, wenn man so, Ja, wenn man, also, egal was man ja. macht, egal ob jetzt Pokémon oder was, wenn man sich Ich wollte reinsteigen will und immer, sage ich mal, über den anderen steht. genau, das Musterbeispiel wirst du kennen, wenn du mit einer Kamera rumläufst. Ich kann mir auch vorstellen, da gucken die Leute auch doof. Und ja, das war zu Beginn, dass viele gesagt haben: Oh, cool, der macht was, der probiert viel und irgendwann wird es den Leuten mehr oder minder zu viel. Ne? Dann sind die so. Oh, der übertreibt, der macht ja nichts anderes, hat der kein Leben, was weiß ich, Ja, kennst du ja. klar. Ja, stehe ein bisschen, also muss man drüber stehen. Ich mache das nicht, weil ich die anderen Leute beeindrucken muss, sondern weil es mir Bock macht. Und ja, ich habe so, wie gesagt, zum Beispiel meine Gruppe aus Friedrichshain, schönen Gruß dahin, die kennen mich alle, die wissen, wie ich drauf bin und da klappt es sehr gut. Die, wenn sie mich sehen, dann sind meine Grüß und alle schick. Aber es gibt natürlich auch andere Gruppen, die natürlich mich persönlich nicht kennen, sondern immer nur den Namen hören und dann natürlich immer sagen, das ist hier dieser und ach und der schummelt und was weiß ich nicht alles. Ja, Da klar. triffst du schon immer so auf komische Blicke und Missgunst, aber ich biete oder ich versuche teils auf die Leute auch wirklich aktiv zuzugehen und wirklich zu sagen, wie sieht's aus? Hey, wollen wir zusammen spielen, Raid zusammen und so weiter. Und es gibt Leute, die machen das und die sagen sich dann, ja, das ist ja doch ganz okay. Oder finden mich scheiße, soll es ja auch geben. Aber es gibt auch Leute, die wollen das gar nicht. Also da versuchst du einen Schritt drauf zuzugehen, aber die wollen nicht. Die wollen lieber sagen, der ist doof. Das ist halt so, muss man drüber stehen, denke ich. Das ist Ich dann mache das ja relativ auch nicht für offen andere dann. Leute. Ja, so ein bisschen, diese Gleichgültigkeit gegenüber anderen muss man sich anlegen, weil, wie gesagt, man macht es ja immer für sich. Und ich mache das Spiel, oder ich spiele das Spiel, weil ich das mit meinen Leuten, mit meinen Freunden gerne spiele und nicht damit andere Leute sagen, oh, cool, wie der spielt oder was auch immer, weißt du? Kann ich verstehen. Du hast gerade gesagt, also du gehst auch auf andere zu. Also meine nächste Frage ist so, ich weiß nicht, wie soll ich das ausdrücken? Boah, schwierig. Dieser. Verliert man so einen gewissen Bezug zu den EP, sagen wir mal, einer, der noch nicht mal Level 40 ist? Ja, na klar, also gerade am Anfang merkt man das sehr, sehr schnell, wenn man dann so ein bisschen Tempo anzieht und dann jemanden sieht und dann hat man ja immer im Kopf, ey, wie kann man noch Level 37 sein oder warum hast du erst 30.000 Pokémon angefangen, was machst du den ganzen Tag? Ja, da muss man immer, also man hat das immer, gerade am Anfang, wenn man wirklich anfängt, so schnell zu werden und sich denkt dann so, was für Lappen oder was für Noobs kennst du ja, aber das ist wieder, man muss sich selber dann auch in Relation sehen, dass man sagt, das gibt Leute, die spielen so wie ich den ganzen Tag und die gehen voll effizient durch und es gibt halt auch Leute, die einfach das Spiel so spielen, wie es kommt, sag ich mal. Ne? So, oh, Event, geh mal raus eine halbe Stunde, geh mal mit Hund. Und ja, ich versuche halt auch mit solchen, also was heißt mit solchen Leuten, ist zu viel gesagt, aber ich versuche trotzdem mit den Leuten irgendwie so ein bisschen in Kontakt zu kommen. Weil jetzt zum Beispiel, wenn man mit Auto raidet, natürlich ein bisschen schwerer ist, aber wenn ich draußen rumlaufe und die Leute am Raid sehe, geh auch hin, sag mal Hallo, unterhält sich. Ob du Level 37 bist oder 40, im Endeffekt haben wir ja gleiche Hobby, sag ich mal. Und das versuche ich auch dann auszublenden, zu sagen, ich habe 10-mal mehr Punkte als du, 100-mal mehr Punkte als du. Ja, im Endeffekt sind die Leute trotzdem ganz cool. Also als Beispiel haben wir in der Gruppe auch in bei uns, also in meiner, wir haben ja so eine kleine Gruppe hier drin. Der ist Level 37, aber der hat einfach unheimliche Ahnung von dem Spiel, was das Gameboy-Spiel angeht. Ne? Der kann dir da in diesem kompetitiven Bereich von Sonne, Mond und so unheimlich viel erzählen. Und ja, das ist viel wert, als wenn jemand komplett ahnungslos nur durch die Gegend raidet und quasi 200 Millionen Punkte hat, ohne dieses Spiel überhaupt zu verstehen. Also Pokémon an sich, nicht nur Pokémon Go.
Und ja, deswegen versucht es, wie gesagt, auch die Leute mitzunehmen und auch aktiv zu helfen. Und ja, nicht, also so zum Spaß mal raushängen, kennt man ja, wenn man mal hinkommt, so aus Spaß mal so einen Spruch bringen, okay. Ja. Aber jetzt wirklich die Leute irgendwie abschätzig behandeln, wäre zu viel gesagt, aber man versucht schon die Relation nicht zu verlieren, sagen wir mal so. Ja, ich weiß, was du meinst. Letzte Worte, Grüße, was weiß ich. Ja, na, Grüße auf jeden Fall an meine Truppe, ne? Also Manny, Van auf jeden Fall, Laura sowieso. Meine Friedrichshainer-Gruppe, mit denen spiele ich eigentlich ganz gerne. Das ist eine ganz dufte Truppe. Auch meine Lichtenberger. Und ansonsten, das hatte ich ja auch schon mal angeboten, wenn du deine Deutschlandreise machst, ne? Bieten wir dir gerne an. Kommst du nach Berlin? Schlafplatz haben wir hier. Das biete ich dir. Naja, ist ja kein Thema, wisst ihr, wie das ist mit Hotel und so. Und da kannst du auch hier, kannst du zu uns kommen, mal mit uns zocken. Mal mit uns raiden, farmen, was auch immer. Das ist der Plan, ja. In jeder Stadt. Sag ruhig. Ne, ich wollte nur sagen, also anbieten auf jeden Fall. Musst du dich nur melden, ist kein Thema. Alles klar, danke. Vielleicht noch so ein Tipp oder Rat an alle Zuschauer da draußen. So vom besten, vom DP-höchsten Spieler, sag ich mal. Ein Tipp an die Gemeinde. Ja, verliert halt den Spaß nicht am Spiel. Lasst euch das von anderen Leuten nicht kaputt reden. Und vor allen Dingen, lasst euch nicht von gewissen Sachen demotivieren, die ihr nicht beeinflussen könnt. Also zum Beispiel, wenn ihr auf einem Dorf lebt und ihr seid erst Level 37, vergleicht euch nicht mit Level 40ern, die aus Hamburg, aus Berlin kommen. Man hat einfach Spaß an dem Spiel und ja, ihr braucht es halt einfach nicht. Okay, wir sind schon am Ende, aber mir sind noch 12 Fragen eingefallen. Na dann schieß los. Erstens, motivationstechnisch, zieltechnisch 2019. Hast du da 500 Millionen, ja, was weiß ich? Naja, wir hatten, also ich hatte mir so zwischen 400 und 450 erstmal vorgenommen, vorsichtig. Ja, bei den Schengen würde ich gerne noch mindestens 350.000 machen. Ja, und mal gucken. Also ich hoffe, dass ich das jetzt mit der Silph League, also mit diesem PvP noch so ein bisschen mache, dass man da vielleicht auch ein paar Turniere spielen kann. Mhm. Ja, und dann so weiter so richtig, dass ich sage, so ein Jahresendziel habe ich mir nicht vorgenommen, sondern immer so kleine Ziele, ne, so, also diese große Zahl 400, 450 Millionen und 350.000 Fänge, so mal außen vor lassen, aber ansonsten versuche ich immer nur so einen Schritt nach dem anderen und mal gucken, was so kommt. Okay, und die letzte Frage, Pokémon Go technisch, gibt es da Sachen, die du gerne im Spiel hättest oder anders hättest oder was Niantic da bringen könnte, was dich ein bisschen mehr motiviert? Ja, das, also es ist halt schwierig, ich mag das Arenensystem halt nicht. Frag mich aber nicht, wie man das interessanter gestalten könnte. Also ich finde es halt schade. Mochtest du das alte Arena-System mehr? Nee, tatsächlich auch nicht. Ah, okay. Das, was mich so stört, ist so, wie gesagt, du kämpfst. Das ist gar kein, also ist halt, du kämpfst stumpfsinnig so eine Arena runter, setzt dich drin. Und ja, und wenn du Pech hast, kommst du nach 5 Minuten wieder und hast nichts von ihr kommt. Was ich mir vielleicht wünschen würde, wäre vielleicht, dass man die Gold-Arenen mehr wert macht. Also, dass du von so einer Gold-Arena mehr hast, als nur so ein Item mehr. Ja. Man redet ja immer von Maps für Raids oder so, aber warum kann dir eine Gold-Arena nicht anzeigen, wenn ein Raid drauf ist, zum Beispiel, weißt du? Mhm. Also, dass man einen größeren Effort für die Gold-Arenen hat, zum Beispiel. Es gibt Leute, genau, dass man die Leute vielleicht auch mehr für Kämpfen motiviert und weil ich mir vielleicht hoffe, sind natürlich so die Kleinigkeiten, dass man PvP noch so ein bisschen interessanter gestaltet. Was schlichtet, ich finde zum Beispiel persönlich 3 Pokémon zu wenig, weil man häufig mit dem ersten Pokémon schon die Hälfte des Kampfes verloren hat. Da würde ich mir vielleicht 4 oder 6 wünschen. Ja, und dass man da auch wirklich mal auch Gedanken macht, wie man das Spiel, wie man die Pokémon vielleicht noch interessanter machen würde, Stichwort Fähigkeiten und so weiter, weißt du? Dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr einen Skill-Faktor rinkriegt, als nur stupide so bei Raids oder bei PvP zu tippen, wisst ihr? Okay, ich habe gerade gesagt, das ist die letzte Frage, aber mir ist noch was eingefallen. Das ist die letzte Frage jetzt. Viele sagen ja immer, Hardcore-Spieler werden von Niantic nicht bevorzugt, sondern eher die Casuals. Wie ist da so deine Meinung dazu? Dass die Hardcore-Spieler nicht genug zurückbekommen für ihre... Ja, also genau, das, also das ist halt schwierig, weil das subjektiv ist, ne? Und Anekdote dazu, ich habe zwischen April und also April 2018 und ich weiß nicht, wann Ho-Oh kurz wiederkam,
bei Raids keinen einzigen 100er gekriegt. Ne? Jetzt kann man sagen, ein halbes Jahr ist ja nicht so schlimm. Das waren bei mir 1850 Raids. Habe ich kein, also 1850 legendäre Raids, kein 100er gekriegt. Ja. Da hat man mal eben mal einen Zweet-Account rausgeholt und der hat zwei Raids gemacht und hat einen. So viel zum Thema. Also ich glaube schon, dass es eventuell, man sagt ja, es gibt es ja bei verschiedenen Spielen, so ein RNG nicht komplett zufällig ist. Ne? Also dieses, dass Niantic sich schon, oder dass ein Algorithmus sich schon genau anguckt, wer da spielt. Und wenn man merkt, der spielt nicht, dem mal eher einen Shiny zu geben, um ihn wieder am Spiel zu halten, als jemanden, der die ganze Zeit spielt. Aber das ist natürlich auch immer subjektiv gesehen. Ne? Wenn du jetzt rausgehst und nach 1000 Viechern keinen Shiny fängst, denkst du ja auch immer gleich, oh, wie scheiße das dir geht. Geht mir ja auch so. Aber du hast ja nicht wirklich objektiv, du hast ja keine Zahlen. Ne? Vielleicht geht es dem Hobbyspielern, also den Casual-Spielern in Anführungsstrichen, genauso, aber der fängt ja keine 1000, sondern er fängt nur 200 und kriegt keins und denkt sich dann, oh, oh scheiße. Ja, Niantic hat ja eigentlich auch immer gesagt, das Spiel ist ja nicht für Hardcore-Spieler eigentlich gedacht, sondern du sollst ja quasi nur so ein bisschen vor dich hindüdeln. Und ja, manchmal hat man so ein bisschen, wie gesagt, subjektiv das Gefühl, wenn man so ein bisschen casual mal 3 Wochen Pause macht, kriegt man danach mehr, als wenn man die ganze Zeit durchsuchtet. Aber wie gesagt, ist eher subjektiv, ich würde es nicht hundertprozentig bestätigen, aber ich kann auch nicht viel dagegen sagen. Okay, jetzt aber wirklich die allerletzte Frage. Hau rein. Ich werde oft gefragt, wann ist für mich ein Spieler krass? Also, deswegen meine Frage an dich. Wann ist für dich ein Spieler Hardcore? Das ist, ja, ist schwierig. Also wenn er sich natürlich mit dem Spiel beschäftigt. Also das hat mit den Punkten, mit den Fängen gar nichts zu tun, sondern wenn er sich wirklich, wenn er wirklich reinhaut, ne? Wie gesagt, Beispiel TZ, der ist auf einer ganz anderen Art Hardcore als Icke. Icke bin halt komplett auf XP und auf Raids und auf Effizienz fixiert. Und dieser Typ, der ist absolut Hardcore, weil er jeden Tag rausrennt. Ace ist Hardcore, Ace kennst du ja, okay. Weil er gefühlt nur 3 Stunden am Tag schläft und die ganze Zeit zockt. Aber auch der Dorfi, also der Dorfspieler, der sich da 5 Stunden draußen rumrennt und gar nicht so viel zusammenkriegt, aber sich trotzdem immer am Ball bleibt, ist schon Hardcore. Also Hardcore ist so ein bisschen, der sich natürlich viel mit dem Spiel beschäftigt und auch wirklich dran bleibt und auch wirklich, ja, immer weiter macht, sich immer weiter pusht. Und nicht nur, ja, ich fahre oder ich gehe nur spielen, wenn ich mitgenommen werde oder wenn mich in der Fahrt, sondern auch wirklich sich selber motiviert, aktiv zu spielen und auch sich wirklich aktiv mit dem Spiel zu beschäftigen. Also, Musterbeispiel ist, wenn ich jetzt mal deine Videos weg, immer sagen kann, wenn du zum Beispiel die Namen nicht immer drauf hast, ne, da muss ich ja auch mal so ein bisschen schmunzeln, weil wir natürlich auch Spieler haben, die kennen die Viecher natürlich auch nicht, aber die setzen sich ran, ne? Die setzen sich hin, gucken sich diese ganzen Decks an, diese ganzen neuen Viecher, gucken sich die Werte an und versuchen halt schnell wie möglich, so viel Input wie möglich zu kriegen, um das wirklich da nicht hinterher zu hängen und nicht ahnungslos rumzurennen. Also wirklich sich massiv viel mit dem Spiel beschäftigen. Und das fängt, oder da fängt für mich so dieser, wo ich sage, das sind schon die Leute, die wirklich Hardcore sind, die da wirklich mit Leidenschaft dran sind. Ja, das sind doch gute abschließende Worte. Diesmal ist mir echt keine Frage mehr eingefallen. Ja, wenn ich schreibe, ich bin zwar auch gleich unterwegs farm, aber dann musst du schreiben. Das war's auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Sehr interessant, was ich so alles erfahren habe. Oh, und hoffentlich sieht man sich mal irgendwann irgendwo. Ich habe gehört, ihr seid in Kopenhagen oder so für die nächste Season. Genau, wir wollen wir werden es machen, so jetzt für den Quieke Community Day nach Kopenhagen zu fahren. Wir haben sonst eigentlich bei Viechern, die mir wichtig sind, also zum Beispiel Evoli und Tanhill, das waren so eine Viecher, die ich ganz gerne habe und so viel wie möglich habe. Und dann haben wir uns jetzt auch mal gesagt, okay, dann machen wir so eine Art Städtetrip, gucken uns das mal an. Damals noch im Zentrum, im Oberhausen, weil es ja jetzt nicht mehr gibt, haben wir uns überlegt, nehmen wir mal Fisketorwelt in Kopenhagen. Mal schauen, wie da so ist. Alles klar. Wünsche ich euch viel Erfolg und vielen Dank. Ja, kein Problem, danke auf jeden Fall. Ne? So, das war's vom Interview. Nochmal Dank und Shoutout an Carnifix. Das Video dauert einfach 40 Minuten. Die Zeit ist so schnell vergangen beim Drehen und jetzt nochmal beim Bearbeiten ist es auch nochmal so schnell vergangen. Ich kann da einfach gar nichts kürzen, also 40 Minuten mein längstes Video wahrscheinlich. Wir nähern uns Spieletrendslänge.
Der hat ja letztens eine Stunde hochgeladen und davor auch nochmal irgendwas richtig langes mit den ganzen Eiern. Ich hoffe, es interessiert euch, weil sonst sind diese 40 Minuten echt lang. Aber ich denke, da sind ein paar echt interessante Fragen mit dabei und ein paar interessante Antworten und Ansichten. Falls euch noch irgendwas einfällt, was nicht gefragt wurde, was nicht behandelt wurde, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben und dann gibt es vielleicht einen Teil 2, wenn genug interessante Fragen zusammenkommen. Ansonsten würde ich natürlich noch gerne erwähnen, dass jeder seinen eigenen Stil, Spielstil hat und sein eigenes Tempo. Der Kollege spielt so, wie er will. Und ihr spielt so, wie ihr wollt. Und ich spiele so, wie ich will. Aber das war's von mir, Leute. Immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.